Hallo und willkommen wieder zu Pokémon, hier ein paar Booster Packs zu öffnen. Und zwar die Serie Schwarz-Weiß von der einen Herausforderung zweimal. Dann habe ich einmal Serie Sonne und Mond, Nacht in Flammen, dann habe ich drei davon, XY Evolution, eine Schicksalsschmiede und dann noch vier solche Raritäten-Truhen. Wir beginnen mal mit den Raritäten-Truhen und öffnen mal da, was da drin ist. 10 Münzen und eine Misty Entschlossenheit. So, öffnen Sie mal so. Wir wollen jetzt natürlich sehen, wie das alles öffnet. Bumm. Okay, 5 Münzen und etwas glitzerndes, sternenhaftiges und ein Tohaido mit der Fähigkeit Rauheit. Okay. Dann noch eins. Öffnen. Yeah! Energie! Eine Spezialenergie für Stärke. Für Kampf-Pokémon. Und die letzte Truhe. Mit einem Snubbilicat, einem Alolas Snubbilicat. Jede Menge Münzen. Gut, öffnen wir die Schicksalsschmiede. Peng. Und aufgemacht. Aufteilen. Okay. Zwei Star. Öffnen wir jetzt die. Ein Amoroso mit den Erweckungsstrahl und ein Lugia mit der Fähigkeit Erzwinger. Solange dieses Pokémon dann aktiv ist, dieses Schaden nicht kommt. 20 reduziert. Ja, es geht doch. Ganz in Ordnung. Gut, öffnen wir zuerst mal wieder. Schwarz-Weiß. Hopp. Und was haben wir hier? Ein Schlappohr und ein schwarzes Kyurem. Doppelpranke und Froststrahl. Nicht so gut, aber es geht. Dann hier nochmal. Und Pokéball. Oh, das sind zwei diesmal. Dann jetzt ist das natürlich ein weißes Kyurem. Das ist ja nicht so schlecht. Und das ist ein Keldeox in Full Art mit Hineinstürmen und Mystoschwert. Das ist ja gut für Wasserdeck. Ich will ein Wasserdeck machen, aber das passt doch gerade. Gut, welches öffnen wir? Natürlich das hier. Und zack. Und oh, wieder zwei. Oh, ein Starmie Turbo. Und ein Arcani mit der Fähigkeit Brennender Weg. Einmal während des Zuges fahren kannst du, wenn du dieses Pokémon auf der Bank war und während des Zuges dann Optimum beliebig viele Feuerenergien an diesen, die an deine Pokémon angelegt sind, auf dieses Pokémon verschieben. Mit 150 Angriff dann. Ja, nicht so schlecht. Nicht so schlecht natürlich. Da öffnen jetzt die auch noch. Zack, zarab. Und. Oh, wieder zwei. Oh, ein Glumanda und ein Glutexo. Jetzt noch ein Glurak. Nein, ein Poventa. Und ein Raichu. Das schaut auch cool aus. Konstaller Ohr. Aber ich weiß nicht, die Elektro-Pokémon wollen immer ihre Energie irgendwie loswerden. Aber es gibt nicht wirklich Karten, um sie wieder zu holen. Okay. Und wieder ein Glumanda. Und ein Diktry, die ist schon mal fies rein. Gut, nur noch eines übrig. Nacht in Flammen. Bisschen warten, noch die Spannung hier reinbringen. Und öffnen wir es. Okay, eine Wasserenergie, naja. Was ist das? Ein Furnifras, Grillmark. Und
Wow, ein Caputoro GX Full Art. Das ist ja auch wirklich mal cool. Ich habe zwar schon Caputoro, aber jetzt dann noch mal eines. Und das ist natürlich viel schöner. 100 Attacke 30, Gebot der Natur 120. Plus 60, wenn ich alle Energien abwerfe. Und Capo Wildnis GX mit 150 und heile allen Schaden mit diesem Pokémon. Ja, das war's. Und bis zum nächsten Mal.